Er schießt nämlich zwei Erbsen auf einmal ab. Ist quasi wie eine Erbsenkanone, nur doppelt so gut und doppelt so teuer. Ist halt im Groben und Ganzen etwas platzsparender. Werde ich hier auch gleich mal ein bisschen demonstrieren, was das Ding so kann. Den Schnapper haben wir ja jetzt gesehen. Immer erstmal Sonnenblumen pflanzen. Und dann schauen wir mal, wie viele Wellen wir in diesem Level haben. Wir haben jetzt wieder zwei, das heißt, wir können uns sogar ein bisschen weiter aufbauen. Ich freue mich ja immer auf die Level, die drei oder vier Wellen haben. Kann man seiner Kreativität vom Rasenaufbau nämlich so ziemlich freien Lauf lassen. Wenn man einfach wesentlich mehr Zeit hat. Bis hierhin ist sowieso noch alles ziemlich easy going. Immer schön leise die Sonne aufsammeln und dann hat man auch später keine Probleme. Die Hagelzuckererbse hätte ich da zwar jetzt nicht unbedingt hinstellen müssen, aber ich hatte gerade eine Abklingzeit auf der Erbsenkanone. Außerdem schadet es nicht, ein bisschen mehr zu haben. Ich frage mich nur, wann die ersten Eimer-Zombies hier wieder auftauchen. Bis jetzt kommen wir bis auf zwei Flügel-Zombies immer nur die gewöhnlichen Wald- und Wiesen-Zombies. Du springst da erstmal schön drüber. Bei den Stabhochsprung-Zombies muss man immer aufpassen. Die können einem schnell mal die Bude einrennen, wenn man nur gerade einen unachtsamen Moment hat. So, die erste Welle kommt. Ich werde erstmal die Verteidigung weiter ausbauen. Für den Fall, dass da einmal Zombie durchkommt. Einfach schon mal eine Kartoffelmine dahin pflanzen. Darüber. Der Eimer-Zombie sieht fast so aus, als ob er es durchschaffen würde. Noch rein. Das tut er noch. Dann pflanzen wir mal unseren ersten Duplinator da hin. Und mit dem Duplinator da oben sollte es auch kein Problem mehr sein, den Eimer-Zombie auszuschalten.
Slime auch schon weg. Und fällt da oben. Selbst einmal Zombies halten nicht ewig durch. Auch wenn sie ziemlich viel aushalten, muss ich mal dazu sagen. Da kommt noch mal einer. Am besten noch einen Duplinator da hinstellen. Zusammen mit einer Hagelzuckerherbst ist er so langsam, dass er nicht mehr bis nach vorne kommt. Einfach irgendwelche Pflanzen vor die Füße packen, dann sind die blöden Stabhochsprung-Zombies auch kein Problem mehr. So, dem Rasen fehlt nichts mehr, der kann jetzt alles abwehren. Die Eimer-Zombies sollten da auch nicht mehr allzu weit kommen. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Ja, das soll sie halt näher kommen. Lass sie jetzt einfach mal kommen. Ich benutze zwar keine Kirschbombe und schau mal, wie weit sie kommen. Ich bin einfach mal ein bisschen neugierig. Die Sonnenblume schaffen sie noch. Nur noch ein einziger Eimer-Zombie. Der hat jetzt auch keinen Eimer mehr. Eine mysteriöse Notiz. Hallo, wir starten gleich einen Großangriff auf dein Haus. Herzlichst die Zombies. Ja, warum nicht? Ja, sieht wirklich nach Großangriff aus. So, das ist jetzt wieder so ein Speziallevel, wo wir keine Sonnenblumen brauchen. Überlegen, die Dinge pflanzen wir dahin. Die Erbsenkanonen kommen ganz nach hinten. Warte ich erstmal ab, wo noch was kommt. Hier hin. Pflanzen wir mal dahin.
durch Nathan zu ersetzen. Walnüsse. Bis die da durchkommen, die armen Zombies. Schießt über kurze Entfernung mit Sporen auf den Feind. So. Ja, an dieser Stelle würde ich gleich mal einen kleinen Cut machen und in der nächsten Aufnahme mache ich dann mit den Nachtlevels weiter. Und dann schauen wir mal, was die Nacht so alles an Schrecken für uns bereithält. Aber vorerst mal, sag ich mal, das war's erstmal von Let's Play Plants vs. Zombies. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Wir sehen uns. Tschüss.